Gefährliche Trends, Spionageskandale, mangelnder Kinder- und Jugendschutz. Die Kurzvideo-App TikTok steht seit Jahren in der Kritik. Sogar lebensbedrohliche Inhalte kann man dort sehen. Im Januar hat die EU-Kommission deshalb Sanktionen angedroht. Warum es TikTok schon bald nicht mehr geben könnte, erfahrt ihr jetzt. Noch gar nicht so alt und schon aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Und bald schon wieder auf dem Abstellgleis? Denn von manchen Regierungen wird sie manche Menschen bereits verboten, unter anderem in Deutschland. Die USA denkt über ein generelles Verbot nach. Sollte dies kommen, droht dies möglicherweise auch in Deutschland? Aber dazu gleich mehr. Seit 2018 gehört TikTok zu den sich am schnellsten verbreitenden mobilen Apps der Welt. In diesem Jahr, am 2. August, wurde die App offiziell der Nachfolger von Musical.ly. Auf der Plattform konnte man seine eigene Lippensynchronisation von Musikvideos und viralen Clips hochladen. Und sonst nicht viel. Doch trotzdem stand Musical.ly zu dieser Zeit in der Kritik, Pädophilie anzuziehen, und hatte keinen guten Ruf. Bereits im Februar 2018 hatte daher die Muttergesellschaft von TikTok das Unternehmen aufgekauft. Die Umbenennung sollte weitere schlechte Presse verhindern. TikTok führte den Trend der Lippensynchronisation zunächst weiter, bietete allerdings zusätzliche mittlerweile alle Funktionen eines sozialen Netzwerks, ähnlich wie Instagram oder Facebook, an und ist damit im Jahr 2023 unter Kindern und Jugendlichen die weltweit beliebteste Social-Media-App. TikTok führt all jene Vorteile zusammen, die frühere Plattformen wie Vine oder Musical.ly ausgemacht haben, und verbindet sie mit einem Algorithmus, der es Nutzern erlaubt, sozusagen ihr eigenen Feed zu programmieren. Gemessen wird vor allem die Zuschauerbindung. Dabei geht es darum, wie lange eine große Anzahl von Nutzern ein bestimmtes Video sieht. Je höher der Durchschnittswert, umso stärker wird ein Video unter denen verteilt, die es noch nicht gesehen haben. Zudem werden vermehrt Videos aus derselben Kategorie angezeigt. Wer sich also den ganzen Tag Videos von Hamstern im Laufrad ansieht, bekommt genau das und nicht mehr viel anderes. Die einfache Bedienung und das Design sorgen dafür, dass sich vor allem Konsumenten der Generation Z, also der Jahrgänge 97 bis 2012, angesprochen fühlen und dort für Traffic sorgen. Betrieben wird die Organisation hinter der Anwendung vom chinesischen Unternehmen ByteDance. Zhang Yiming, Gründer von ByteDance, hatte die App in 2016 selbst programmiert und ein Jahr später Investoren überzeugen können, ihn mit viel Geld für eine Expansion auszustatten. In der Volksrepublik China selbst läuft TikTok unter dem Namen Douyin. Ihr Ursprung ist auch einer der Gründe, warum die App so umstritten ist. Seit dem Start des Portals gibt es immer wieder Vorwürfe an das Unternehmen. Man begünstige Spionage und nehme Zensur zugunsten der chinesischen Regierung vor. Diese schweigt sich darüber natürlich aus. Doch damit nicht genug. Über die Jahre hat sich eine ganze Reihe von Kritikpunkten herauskristallisiert, die nun dazu führen könnten, dass TikTok in der EU-Zone schon bald mit ernsthaften Konsequenzen recht zu rechnen hat. Da sind zum einen die Geschichten über das bewusste Zulassen der Verbreitung von Falschinformationen. Laut einer im September 2022 von NewsGuard veröffentlichten Studie zeigt TikTok in 20% aller Fälle den Nutzern Falschinformationen. Dazu gehören Meldungen über die US-Präsidentschaftswahlen 2020, Corona-Todesopfer und Informationen über Impfstoffe und Daten zum Angriffskrieg Russlands in der Ukraine. Laut Community-Richtlinie ist es die Verbreitung von Falschinformationen verboten, und TikTok arbeitet laut eigener Aussage mit unabhängigen Experten zusammen, die solche Videos identifizieren sollen. Doch die hohe Zahl an Fake News lässt vermuten, dass die zuständige Abteilung ihre Arbeit zuweilen schleifen lässt. Und das ist nur die Spitze des Eisbergs. Die USA befürchten sogar, dass TikTok Nutzerinformationen an chinesische Behörden weiterleitet. Es gab dazu sogar eine offizielle Untersuchung. ByteDance blockiert genauere Nachforschungen allerdings bis heute und bestreitet die Vorwürfe. Die zuständigen Rechenzentren befinden sich mittlerweile gar nicht mehr in China. Das mag zwar stimmen, ein Großteil der Ressourcen befindet sich derzeit in Kalifornien im Silicon Valley, doch gegen eine Weiterleitung von Daten an chinesische Behörden spricht das nicht. Im Gegenteil, die digitale Infrastruktur in der Tech-Region sorgt für erhöhte Leistungsfähigkeit und begünstigt schnelleren Traffic. Zu den Zensur- und Spionagevorwürfen kommt der mangelnde Jugendschutz hinzu. Das äußert sich vor allem in den berüchtigten TikTok-Trends.
Mutproben, die Kinder und Jugendliche mit dem Handy filmen und dann unter einem bestimmten Hashtag, also Suchwort, auf TikTok hochladen, damit andere sehen, was sie geschafft haben. Zu diesen Mutproben gehören die Kulikitaka-Challenge, bei der Menschen mit wild fuchtelnden Armen auf große Tiere wie Pferde oder Rinder zulaufen, oder die Blackout-Challenge, bei der sich Teilnehmende bis zur Bewusstlosigkeit selbst würgen. Dass davon abzuraten ist, sollte sich eigentlich von selbst verstehen. Doch Gruppenzwang und Trendhype sorgen immer wieder dafür, dass es einzelne Kinder zu weit treiben und sich bei der Durchführung der Challenges selbst umbringen. Erst im Januar dieses Jahres starb ein 12-jähriges Mädchen aus Argentinien bei der Ausführung der Blackout-Challenge. In den USA musste TikTok zwar insgesamt schon mehrere Millionen Euro Strafe zahlen, nachdem besorgte Eltern sich zu Sammelklagen gegen die Plattform zusammengefunden hatten. Und in Italien muss seit 2021 das Mindestalter von 13 Jahren bei jeder Neuanmeldung eines Accounts individuell überprüft werden. Von selbst reagierte TikTok aber bisher nie auf Todesfälle. Die Maßnahmen kamen immer erst durch Gerichtsurteile zustande. Die Liste an fragwürdigen Handlungen und Verhaltensweisen der Verantwortlichen ist lang. So wurden in der Vergangenheit unter anderem LGBTQ-freundliche Inhalte immer wieder blockiert und die chinesische Regierung ist demgegenüber ja bekanntlich nicht unbedingt aufgeschlossen. Außerdem gab es Vorwürfe in Zusammenhang mit Finanzbetrug, Sexismus und Datenschutzbedenken. Reddit-CEO Steve Huffman ging sogar so weit, TikTok auf einer Veranstaltung der Branche als parasitäres Spyware zu bezeichnen. Dass die Plattform in der aktuellen Form also nicht mehr lange weiter bestehen kann und darf, zu diesem Urteil kam dann im Januar dieses Jahres auch die EU-Kommission. Der zuständige EU-Kommissar Thierry Breton ließ am 20. Januar verlauten, er habe mit TikTok-CEO Shouzi Chu gesprochen. Breton sagte, es sei nicht hinnehmbar, dass Nutzer über scheinbar lustige und harmlose Features innerhalb von wenigen Sekunden zu gefährlichen und manchmal sogar lebensbedrohlichen Inhalten gelangten. Genauso besorgt sei er über die Vorwürfe, laut denen Journalisten ausspioniert und sensible Daten europäischer Nutzer an Dritte außerhalb Europas übermittelt würden. Wörtlich sagte Breton, ich habe TikTok-CEO Shouzi Chu sehr deutlich signalisiert, dass es notwendig ist, sich verstärkt um die Einhaltung der EU-Rechtsvorschriften zu Datenschutz, Urheberrecht und Online-Plattformen zu kümmern. Die Folge? Die EU-Kommission hat die Nutzung von TikTok auf Diensthandys verboten. Auch in Deutschland wird ein Verbot geprüft. Vor der Nutzung wird bereits dringend abgeraten. Zumindest das Bespitzeln von Journalisten hatte sich bereits im Dezember 2022 bestätigt. Damals verschafften sich laut Medienberichten Angestellte der Firma von China aus Zugang zu den IP-Adressen und sensiblen Daten von drei US-amerikanischen Forbes-Reportern. Auch weitere Personen sollten wohl betroffen sein. TikTok reagierte zwar umgehend und feuerte die Mitarbeiter, doch ob das nur eine öffentlichkeitswirksame PR-Aktion darstellen sollte oder ob die Firmenführung tatsächlich nicht über die Aktivitäten der Spione Bescheid wusste, ist unklar. In den USA führt TikTok diesen Eiertanz schon länger auf. Im US-Repräsentantenhaus ist den Abgeordneten beispielsweise bereits verboten, die App auf ihren Diensthandys zu installieren. Zudem hat die Regierung einen Gesetzentwurf ausgearbeitet, womit TikTok in den ganzen USA verboten werden könnte. Denn die App stellt eine Bedrohung für die nationale Sicherheit dar. In den USA könnte es also tatsächlich bald kein TikTok mehr geben, sollte das Gesetz in Kraft treten. Auch in Europa fängt man jetzt in der Politik an, sich mit dem Phänomen zu beschäftigen. Und geht es nach EU-Kommissar Breton, könnte die erste Sanktionen bald kommen. Wie diese dann aussehen, bleibt abzuwarten. Auch ob TikTok komplett verboten wird, ist unklar. Folgt man dem amerikanischen Modell, könnte das wohl passieren. Bisher sieht es jedoch nicht danach aus, dass auch private Nutzer eingeschränkt werden. Klar ist aber, dass Millionen von Nutzern in der EU die App dann nicht mehr im selben Ausmaß nutzen können wie davor. Und was das für TikTok selbst bedeutet, ist eigentlich eine ungeklärte Frage. Ich dachte, ihr macht ein bisschen Spaß, aber es ist sehr ernst. Ne? Hype. Egal, ich habe ihm nichts gesagt. Er hat mich Bastard genannt. Hallo, klärt das unter euch. Ich möchte das hier nicht vertiefen. Gib dir seine Nummer, telefoniert und klärt es im Guten, okay?